Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum letzten Vlog auf diesem Kanal zu Gamescom 15. Ich bin schon sehr gespannt, wie jetzt der letzte Tag sein wird. Ich denke jetzt aber nicht, dass da irgendwie was Großes jetzt passieren wird oder so. Ich werde auf jeden Fall wieder bei Bandai sein. Ich werde versuchen, jetzt noch ein paar Naruto-Gameplays aufzunehmen, dass ich die euch zeigen kann, dass ihr auch mal so ein bisschen, naja, Gameplay noch auf meinem Kanal seht. Und ja, dann schauen wir mal, was ich heute noch alles machen werde. Ich werde auf jeden Fall heute nochmal durch die Hallen laufen. So ein paar Stände, die möchte ich euch auch nochmal zeigen, weil in Halle 9, glaube ich, oder 8, einen von den zwei war ich jetzt noch nicht, muss ich gucken. Ich schaue einfach kurz rein, dann weiß ich, ob ich da drin war oder nicht. Und da gehe ich auf jeden Fall auch nochmal rein und gucke mir das nochmal an. Und ja, Freunde, diese Uhrzeiten, ohne Witz, diese Uhrzeiten von dieser Bushaltestelle sind wirklich krass. Ich kann es euch ja mal zeigen. Und zwar, guckt euch das hier mal an. Sonntags und Feiertag. Die fahren erst ab 11.08 Uhr. Das heißt, ich konnte erst jetzt losfahren. Eigentlich wäre ich jetzt schon um 8 Uhr irgendwas losgefahren. Aber das geht nicht! Und guckt euch mal diese Uhrzeiten an am Sonntag. Das ist ja der Hammer. Auch samstags oder hier und montags. Das ist... Bei uns kommen die fast alle 12, 13 Minuten. Das ist... Ich würde verrückt werden. Ich schwöre, ich würde sowas von verrückt werden. Aber naja, ich bin ja bald weg. Morgen bin ich weg. Aus diesem Kaff. Wirklich, ich freue mich schon wirklich so sehr. Das glaubt ihr mir gar nicht. Aber naja, wir sehen uns auf der Gamescom. Bis gleich. Und da werde ich dann so ein bisschen moderieren. Ich nehme mal die Kamera dann mit, okay? Bis gleich. So. Spooky, was sagst du denn dazu? Das Spooky Ninja hier. Ich finde mich auch hier. Ist das hier, findest du das für deinen Kanal? Ganz genau. Moin. Moin, liebe Kanalfreunde von Ninja Spooky. Supportet ihn gut, denn in Sachen Naruto kennt sich jetzt sogar kaum jemand so gut aus wie du. Sag ich jetzt mal, okay? Wunderbar. Ihr zwei habt euch schon Charaktere ausgewählt, oder noch nicht? Einmal ausrasten. Einmal ausrasten bitte für unser Video. Also, einmal fürs Protokoll hat jetzt auf jeden Fall gute Laune hier zum großen Zitale geherrscht. Meine lieben Freunde, ich bin immer noch auf der Gamescom und ich wurde jetzt gerade eben gefragt, ob ich interviewt werde. Und zwar von Mike von Killcom Rock TV. Ich habe auch einen YouTube-Channel und ich, als ich ihn auf der Bühne gesehen habe beim Naruto-Stand, dachte ich mir, ich möchte auf jeden Fall mit ihm sprechen und das wäre echt super. Ja, und das machen wir. Ich werde den Link auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken. Guckt mal vorbei, ich weiß jetzt nicht, auf was da auf mich zukommt. Schauen wir mal. Bis später. Das Interview ist nun zu Ende und ja, war relativ gut und war ein bisschen komisch natürlich für mich, aber war super, auf jeden Fall war super, war jetzt nicht schlecht oder so. Sobald ich den Link habe, werde ich den auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung setzen und ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal raus, denn die Messe ist jetzt zu Ende, auch wenn die Musik gerade im Hintergrund läuft, aber das ist Schnuppe. Ich gehe jetzt raus, wir sehen uns auf jeden Fall gleich nochmal. So Freunde, hallo und herzlich willkommen jetzt zum Ende des Vlogs, so kann man es sagen. Und zwar ist das wirklich der letzte Vlog, den ich zu dieser Gamescom machen werde. Ich werde keinen Abreise-Vlog machen oder so, weil ich glaube, das hat gereicht eigentlich so. Die Anreise hat gereicht und die ganzen Tage, die ich jetzt hier auf der Gamescom war, hat natürlich auch gereicht. Im Hintergrund seht ihr alle, dass alle schon rausgehen, denn die Gamescom ist jetzt nun zu Ende und ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Gamescom war auf jeden Fall richtig geil. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Und jetzt kommt jemand dazu. Wer bist du denn? Ich bin Lukas. Du bist? Spooky. Du nennst dich Spooky. Auch mal was Neues. Bei der Gamescom, wie fandest du? Ich fand sie super. Und du? Alles klar, ja. War auf jeden Fall in Ordnung. Wir waren leider bis 2 Tage da, aber es war echt nice. Ich war alle Tage da. Ja, wir werden versuchen nächstes Jahr. Es war eher spontan ein bisschen bei uns, aber war echt nice. Nicht schlecht. Okay.
Hau rein, gute Heimreise. Ciao. So, da wurde ich kurz gestört, aber das ist egal, Freunde. Wie gesagt, ich fand's richtig geil und ich werde auf jeden Fall versuchen, nächstes Jahr wiederzukommen. Und schreibt mal in die Kommentare, wie fandet ihr die Vlogs? Weil für mich war das jetzt alles ja, wie gesagt, das erste Mal. Und da würde ich das gerne mal von euch wissen, wie ihr das alles fandet. Habe ich das gut gemacht? Habe ich es nicht so gut gemacht? Was kann ich verbessern? Schreibt das alles mal in die Kommentare. Ich bin gerne für konstruktive Kritik offen. Deswegen alles gerne in die Kommentare. Und ich gehe jetzt irgendwas essen. Ich habe Hunger und fahre heim und mache mich bettfertig. Pack die Koffer und fahr heim. Das war es auf jeden Fall von diesem Vlog, von dieser Reise zur Gamescom 2015. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder bei meinen normalen Videos. Haut rein, bis zum nächsten Mal.